Leckere Hollandaise und klassische Ableitungen davon. Ich bin Tom aus der La Cocina und wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. So, die Zutaten für unsere Hollandaise. Wir werden im ersten Schritt eine Reduktion herstellen aus 300 ml Weißwein und wenigen Gewürzen. Ein Zweigkerbel, ein Lorbeerblatt, ein bisschen Knoblauch, eine kleine Schalotte und nur so ein paar schwarze Pfefferkörner. Außerdem brauchen wir geklärte Butter, eine Zitrone und etwas Cayennepfeffer, Meersalz und schwarzer Pfeffer zum Würzen und 5 Eigelbe. Wir beginnen mit unserer Reduktion. Das ist der Schritt, der hier ein bisschen zeitaufwendig ist, deswegen starten wir auf jeden Fall damit. Ich benutze einen sehr spritzigen, sehr säurehaltigen Weißwein. Im Prinzip seid ihr da frei, wenn ihr was benutzt, was nicht so viel Säure habt, gibt es immer noch die Option, einen kleinen Spritzer Essig dazu zu machen nach Wunsch. Wir brauchen das hier heute nicht. Wir geben den Weißwein in den Topf. Gleich volle Stufe, Stufe 9, es soll ja einkochen. Wir wollen, dass am Schluss ungefähr 150 ml Reduktion übrig sind. Sprich, wir wollen alles um die Hälfte einkochen. Ich gebe von Anfang an alle unsere Gewürze dazu. Kerbel, Pfeffer, Lorbeer und Knoblauch. Und die Schalotte schneide ich einfach grob ein bisschen klein. Spielt überhaupt keine Rolle, wie das aussieht. Wir wollen es ja nur auskochen. Genau. Und jetzt lassen wir es einfach so lange kochen, bis noch die Hälfte davon übrig ist. Unser Weißwein ist eingekocht auf die gewünschte Menge und für euch wird es jetzt wichtig werden, dass ihr gut vorbereitet seid. Wenn wir gleich unseren Prozess beginnen, die Hollandaise aufzuschlagen, könnt ihr zwischendrin nicht mehr aufhören und deswegen braucht ihr im Optimalfall für eure Eier eine Schüssel mit einem runden Boden oder mit einem rundlichen Boden, ein Wasserbad, das schon kocht, wenn ihr anfangt, und geklärte Butter. Gehen wir gleich noch im Detail darauf ein, was ich hier gemacht habe. Im ersten Schritt geben wir jetzt unsere Weißweinreduktion durch ein Sieb auf die Eigelbe. Wir wollen natürlich nicht die Pfefferkörner und die Zwiebel, die da drin rumschwimmt haben, sondern nur die Flüssigkeit. So, unser Ziel ist es jetzt, die Eigelbe auf ungefähr 70 Grad zu erhitzen, so dass das Eigelb seine Bindefähigkeit entfalten kann. Und ihr hört schon raus, 70 Grad und Eigelb. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir kein Rührei bekommen. Deswegen die runde Schüssel und das permanente Schlagen. Also sobald die Schüssel auf dem Wasserbad ist, müsst ihr beginnen zu schlagen und könnt damit eigentlich nicht mehr aufhören, bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Das machen wir jetzt mal. Ihr seht hier, ich habe 2 cm hoch Wasser in dem Topf. Die Schüssel soll auf keinen Fall das Wasser berühren. Es geht darum, dass der Dampf den Schüsselboden aufheizt. Ihr müsst hier auch nicht schlagen wie die Wahnsinnigen. Es ist schon das Ziel, ein bisschen Luft reinzukriegen. Wichtig ist für euch, dass ihr kontinuierlich und durchgehend schlagt und die Masse immer in Bewegung haltet. Was man jetzt schon sehr gut sieht, wir haben Luft eingearbeitet. Das Ganze wird sehr schön schaumig. Wie eine italienische Sabayone, die man zu einem Dessert reichen würde, sieht das jetzt aus. Und hier ist eigentlich die einzige Fehlerquelle versteckt. Wenn ihr zu früh aufhört, hier zu schlagen, kriegt ihr kein schönes Ergebnis. Also ihr wollt nicht diese schaumige Geschichte sehen, die wir jetzt hier haben, sondern ihr wollt noch ein bisschen weiter schlagen, bis das Ganze wirklich cremig und sämig wird, bis das so eine puddingartige Konsistenz bekommt. Ein ganz kleines bisschen noch, wir haben es fast geschafft. Wichtig ist, dass ihr auch immer mal wieder den Rand abgeht hier in der Schüssel, damit sich da nichts ansetzt. Ihr seht schon, man braucht ein bisschen Geduld dafür. Ihr könnt euch zu Hause auch ein Handrührgerät zu Hilfe holen, wenn ihr das wollt. Machen wir jetzt nicht, weil man dann meine Stimme nicht mehr hört. So, und jetzt geht das in die Richtung, die wir haben wollen. Seht ihr das, wie der Schneebesen anfängt, hier Spuren zu ziehen? Wir haben es fast geschafft. Wie gesagt, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr eine halbe Minute länger schlagt. Nur zu wenig wäre ein Problem. Durch das Wasserbad kann hier nichts anbrennen, nichts ansetzen. Ihr müsst keine Angst haben, das zu überschlagen. Und jetzt, glaube ich, sieht man es auch im Video ganz gut, wie der Schneebesen hier Schlieren zieht. Jetzt sind wir soweit fertig und können das vom Wasserbad nehmen. So, wunderbar. Jetzt fangen wir an, unsere geklärte Butter dazu zu geben. Und zwar ähnlich wie bei einer Mayonnaise
tröpfchenweise oder in einem dünnen durchgehenden Strahl. Wir wollen hier eine Emulsion erzeugen, eine Verbindung aus Fett und Wasser. Und das wird uns nur glücken, wenn wir zumindest am Anfang die Butter sehr langsam dazugeben. Genau. Ich habe mir ein Tuch unter die Schüssel gelegt. Wenn ihr das alleine macht, so wie ich gerade, hilft das, damit die Schüssel, sie hat ja einen runden oder rundlichen Boden, hilft das, dass euch die Schüssel nicht wegrutscht. Genau. Geklärte Butter, haben wir gesagt, benutzen wir hier. Geklärte Butter meint einfach nur, dass ich die Molke vom Butterschmalz getrennt habe. Dafür gibt es zwei klassische Wege. Entweder ihr bringt die 250 Gramm Butter, die wir hier benutzen, einfach nur zum Kochen und wartet, bis die Molke als Schaum oben aufsteigt und hebt das beim Kochen ab. Oder ihr macht das im Stil, wie man eine Nussbutter machen würde und bratet die Butter. Irgendwann setzt sich die Molke am Topfboden ab und ihr brecht diesen Prozess dann einfach ab, bevor es braun werden würde, wie bei einer Nussbutter. Dieses Rezept hier, das wir benutzt haben, 5 Eigelbe und 250 Gramm Butter mit einer Reduktion aus 300 Milliliter Weißwein, reicht meiner Meinung nach gut für 2 bis 3 Personen. Unsere Soße hat eine wunderbare Konsistenz und bei den Gewürzen bleiben wir hier auch relativ klassisch. Ich benutze, wie gesagt, eine Prise schwarzen Pfeffer, ein bisschen Meersalz, genau, ein bisschen Cayennepfeffer nach Geschmack. Der eine mag ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und den Saft von einer halben Zitrone. So, guckt euch das mal an. Genau so soll das aussehen. Unsere Sauce Hollandaise, die Königin der Soßen, haben wir jetzt fertig. Ich finde es ganz spannend, davon noch 1, 2 Ableitungen zu machen. Heute bleiben wir hier relativ klassisch. Wir haben eine große Bandbreite, was man jetzt mit dieser Soße anstellen könnte. Wir haben uns heute entschieden für 2 klassische Ableitungen. Zum einen die Sauce Bernaise und zum anderen die Sauce Choron. Bernaise kennt man bestimmt, Abwandlung mit Estragon und ein bisschen Bratensoße. Und die Sauce Choron meint eine Hollandaise mit Tomate. Das zeigen wir euch jetzt noch. Ich teile mir unsere Hollandaise auf 2 Schüsseln auf. Genau. Für die Sauce Choron habe ich uns vorbereitet ein bisschen Tomatenkonzentrat. Meint, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe passierte Dosentomaten so lange kochen lassen, bis sie ein bisschen dick werden. Ähnlich wie wir das bei der Reduktion gerade gemacht haben. Bis es wirklich so eine schöne sämige Paste ist, die ein bisschen an Tomatenmark erinnert. Genau. Und außerdem habe ich uns 2 getrocknete Tomaten ein bisschen in Wasser eingeweicht. Die würde ich jetzt noch kurz in feine Würfel schneiden. So. Und auch die geben wir mit dazu. Wichtig ist, dass ihr beachtet, ihr könnt eine Sauce Hollandaise nicht mehr heiß machen. Also die gewünschte Serviertemperatur, da reden wir von ungefähr 50 Grad. Ihr werdet eine Hollandaise nie knallheiß essen können. Das macht die Emulsion einfach nicht mit. So, was ihr machen könnt, um das ein bisschen warm zu halten, ihr könntet euch einen Backofen einstellen auf ungefähr 50 Grad und die Hollandaise da drin lagern während dem Spargelessen. Also, Sauce Choron hat eine wunderbare Farbe bekommen. Man sieht gut die Tomatenstücke. Das ist wunderbar, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und ähnlich simpel wird das mit unserer Sauce Bernaise. Ich habe hier 2 Esslöffel schöne Bratensoße. Das Video dazu verlinken wir euch in der Infobox. Und dann brauchen wir noch unseren Estragon. Einfach die Blätter von den Stielen zupfen. Die Stiele würde ich hier nicht mitnehmen, die sind etwas zu holzig. Genau. Für die Menge brauchen wir gar nicht so viel. Das sollte schon reichen. Den Estragon fein gehackt. Zack. So. Tolle Farbe mit der Bratensauce. Sehr schön. So. Sauce Bernaise. Ebenfalls fertig. So, ihr Lieben. Das war's zum Thema aufgeschlagene Buttersoße.
zumindest fast. Über einen wichtigen Punkt müssen wir noch reden, und zwar die Haltbarkeit von einer Hollandaise. Wir haben gesagt, wir servieren bei ungefähr 50 Grad. Bitte, 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 tut mir einen Gefallen, wenn ihr Sauce Hollandaise übrig habt, entsorgt sie bitte. Ich weiß, niemand wirft gern Lebensmittel weg, wir auch nicht. Aber 50 Grad und halb gegartes Ei ist eine sehr coole Umgebung für diverse Bakterienkulturen und Salmonellen. Ihr könnt die Soße am nächsten Tag sowieso nicht wieder warm machen, weil sich die Emulsion löst und sich alles trennt. Aber hier haben wir lebensmittelhygienetechnisch tatsächlich ein kleines Risiko. Also wenn das Spargelessen vorbei ist, kommt auch die Hollandaise weg. So, das ist es einfach nicht wert. Genau. Und ansonsten hoffe ich euch, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Respekt vor dieser Aufgabe nehmen. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert kostenfrei unseren Kanal und folgt uns auf Instagram und Facebook. Tschüss!